Hallo Bücherfreunde und willkommen zu diesem neuen Video, auf das einige von euch gewartet haben. Ich habe euch nämlich zum Beispiel auch auf Instagram unter meinem letzten Video gefragt, ob ihr denn darauf Bock habt. Es geht darum, mein Bücherregal neu zu organisieren und ja, die meisten von euch hatten da Bock drauf, deswegen machen wir das jetzt. Es ist der 1. Mai, ein Feiertag, also ein langes Wochenende. Das bietet sich auf jeden Fall an und ich habe eigentlich gar keine Lust. Das ist so meine Nemesis, Bücherregale zu organisieren. Ich weiß auch nicht warum. Es ist einfach so. Aber es sieht so schlimm aus mittlerweile, dass ich das unbedingt machen muss. Vielleicht finde ich ja währenddessen auch ein paar Bücher, die ich noch aussortieren kann. Dann mache ich euch dazu aber auf jeden Fall ein neues Video. Und wie es am Ende dann tatsächlich auch aussieht, werdet ihr dann sehen. Aber es hat ja auch jemand gefragt, ob man noch eine Bücherregaltour machen könnte. Ob ich das im Video machen kann oder separat. Und ich denke, im Video wird das jetzt einfach zu lang. Zumal das Video wahrscheinlich eh schon zu lang wird. Ich tendiere ja da leider ein bisschen dazu. Ja, deswegen wird da, denke ich, dann auch nochmal ein Bücherregal-Tour-Video kommen. Ja, oh Gott, please kill me. Fangen wir einfach mal an, indem ich euch zeige, wie hier eigentlich das Chaos tatsächlich aussieht. So, und zwar habe ich euch jetzt mal vom Stativ abgemacht. Ich hoffe, es wackelt nicht so sehr. Aber damit ihr das jetzt mal ein bisschen besser seht. Achtung, 1, 2, 3. Bäm. Oh, es sieht so schlimm aus. Also, vor allem dieser Teil und dieses Regal. Okay, also um näher ranzugehen. Da stehen ein paar Sachen rum, die gar nicht hingehören. Genauso wie hier oben. Das ist eigentlich zum Malen. Dann sind viele Bücher einfach kreuz und quer. Hier haben wir mein neues Want to Read für den Mai. Da sind noch Überreste von einem ASMR-Video, das ich gedreht habe. Das sind die Bücher, die ich gelesen habe im April. Die muss ich euch auch noch abdrehen als Lesemonat. Hier sind dann noch Bücher, die Bestandteil eines Unpackings waren und anderen Videos. Oh, genauso wie da unten. Ja, also es sieht einfach nur furchtbar aus und da ist jetzt unbedingt notwendig, dass ich sortiere und das einigermaßen schön mache. Aber ich bin gespannt bei den vielen Büchern, ob mir das gelingen wird. Ja, und ich werde jetzt so vorgehen tatsächlich, dass ich alle Bücher raushole erstmal. Warum? Aber nein, es muss sein, es muss hier schöner aussehen. Also ich mache quasi wie Marie Kondo, dass man erstmal alles rausholt, viel mehr Chaos verursacht, wie man hatte und sie dann einbaut oder halt wieder die Sachen, die man dann tatsächlich behalten will, schön sortiert. Ich finde das irgendwie dann doch auch immer am besten. Ja, und ich denke, dann werde ich mir eine neue Organisation irgendwie ausdenken. Sie wird wahrscheinlich nicht so extrem viel abweichen von der aktuellen, aber mal gucken. Ja, wir fangen jetzt einfach mal an, indem ich die Bücher raushole. Das werde ich jetzt off-camera machen, weil das irgendwie ein bisschen blöd ist für euch sonst und das Einräumen werdet ihr dann mitbekommen, denke ich. Oh Mann, was tue ich mir da an? So Leute, Heidewitzka. Vor mir sind jetzt gefühlte 1000 Bücher. So viele sind es jetzt nicht, aber ja. Ihr seht, ich habe noch ein bisschen was vor mir, vor allem diese Seite. Ich wollte euch jetzt einfach mal einen Zwischenstand geben. Wir haben jetzt noch gegrillt und ich habe auch davor eine kleine Pause schon gemacht. Aber seit um 3 Uhr bin ich jetzt hier dran und wir haben es jetzt einen Moment. 19.10 Uhr. Ja, das wird interessant. Die ganzen Regale müssen dann noch sauber gemacht werden. Und ich mache jetzt
einfach weiter, aber ich zeige euch jetzt, was hier schon mal vor mir auf dem Boden ist. Und es ist wirklich heftig. Es ist immer wieder so ein kleiner Schockmoment, was ich tatsächlich doch alles an Büchern besitze. Und ich bin gerade echt, ich frage mich wirklich, warum ich das alles angefangen habe, aber es musste sein. Hier ist das ganze Ausmaß dessen, was so bisher passiert ist. Oh, Hilfe. Ja, und das ist der Stapel, den ich aussortiert habe, beziehungsweise bei denen ich mir unsicher bin, ob ich sie jemals noch lesen werde. Es sind bestimmt jetzt auch noch ein paar mehr drunter, aber das waren auf jeden Fall so die, die mir aufgefallen sind. Gehen wir kurz auf diese Seite. Hier haben wir Diogenes-Bücher, dann hier Klassiker, besondere Bücher, Romane, bis dahin. Dann kommen hier die historischen Bücher, bis dahin. Und da ist dann New oder Young Adult oder wie auch immer es jetzt heißt. Da weiß ich auch nicht, ob ich jemals noch so viel mehr lesen werde. Hier flattern auch so ein paar Ernährungssachen rum. Ja, weil Young Adult habe ich jetzt wirklich schon ewig nicht mehr gelesen. Aber so ganz davon trennen kann ich mich halt auch nicht. Dann sind das hier alles Jugendbücher. Ja, das wird der größte Stapel im Großen und Ganzen sein, denke ich mal. Vielleicht noch die Thriller. Und das ist so Jugendbuch / Fantasy, Dystopie, wie auch immer. Ich weiß nicht so ganz, wo ich es einordnen soll. Und dann habe ich hier angefangen, schon mal Englische hinzulegen. Und da liegen halt auch vereinzelt noch ein paar rum. Also hier sind auch noch Englische. Und das sind Thriller. Steht zumindest so drauf. Dann hier ein Ratgeber und das sind Mangas. So Leute, es ist vollbracht. Ich wurde gerade offiziell als verrückt bezeichnet von meinem Freund, der hat gerade einen Herzkollaps oder keine Ahnung, Herzinfarkt, wie auch immer, bekommen, als er das gesehen hat. Aber ihr müsstet es auch mal sehen, ich zeige es euch auch gleich, keine Sorge, wie viele Bücher jetzt hier vor mir liegen. Es ist echt wie in so einem Bookstore. Und ich werde nicht lügen, ich liebe es eigentlich. Aber auf der anderen Seite ist mir natürlich auch bewusst, wie extrem und krass es ist. Vor allem die Tatsache, dass ich echt 90%, wenn nicht sogar noch mehr, davon noch nicht gelesen habe. Ich weiß nicht, ob ich lachen oder weinen soll, aber sind wir mal ehrlich, ich liebe ja eigentlich schon meine Bücher, ne? Ja, ich habe sie jetzt sauber gemacht, aussortiert, hat nur so 4 Stunden gebraucht. Kein Problem. So was mache ich echt nicht oft, ne? Aber es musste jetzt endlich auch mal wieder sein. Ja, und zur Büchersortierung. Es gibt ja so viele Möglichkeiten. Ich würde jetzt gerne näher zu euch kommen, aber es geht nicht wegen der ganzen Bücher. Ja, deswegen muss es jetzt irgendwie so gehen. Ich hoffe, ihr könnt mich einigermaßen gut sehen. Auf jeden Fall zur Büchersortierung. Ich finde Rainbow Bookshelves, also nach Farbe sortiert. Ich habe gerade das Fenster gekippt, jetzt war es bestimmt ziemlich laut. Nach Farbe sortierte Bücherregale finde ich wunderschön, aber es ist nichts für mich. Das weiß ich von vornherein, weil ich müsste meine ganzen Reihen auseinanderstellen, splitten und es würde mich eher aufregen, als dass ich mich dann an der Ästhetik des Looks erfreuen könnte. Alphabetische Reihenfolge der Autoren finde ich auch nicht schlecht, aber irgendwo ist mir das auch zu anstrengend. Könnt ihr vielleicht verstehen, wenn ihr nachher alle das hier seht. Und ich hatte es ja vorher schon nach Genre sortiert und dann nach Verlag und dann nach Autor, bis ich dann irgendwann keinen Platz mehr hatte und die Bücher halt irgendwie da reingestellt habe. Und ich werde es jetzt wieder so machen. Also Genre, Verlag und Autor, weil es für mich gut funktioniert hat und auch meiner Meinung nach trotz allem schön aussieht. Ja, jetzt zeige ich euch noch kurz, wie es hier aussieht. Und dann geht's los! Yippie!
Ich fange hiermit an, weil das wirklich bescheuert ist eigentlich. Also das sind die Bücher, bei denen ich mir jetzt so bisher unsicher bin und die ich auf jeden Fall aussortiere. Ich habe die jetzt mal alle auf einen Stapel, der vielleicht jetzt erstmal gar nicht so wenig aussieht, aber ein Moment, jetzt natürlich mickrig wirkt. Ja, so sieht's gerade aus. Ich kriege das alles jetzt hier gar nicht auf ein Bild. Wir haben hier halt die ganzen Sachen. Da habe ich jetzt dann noch Young Adult, Fantasy etc. dazu gemacht. Dann sind hier meine ganzen Jugendbücher und hier vorne auch ein paar Kinderbücher. Da sind meine englischen Bücher, dann sind hier Graphic Novels, Comics und da ganz hinter immer noch die Mangas. Und hier haben wir meine Krimi-Slash-Thriller. Und ich habe tatsächlich wirklich am meisten Bücher im Jugendbuchbereich, was wahrscheinlich nicht so überraschend ist. Überraschend ist allerdings dieser Anblick. Ich versuche euch jetzt mal irgendwie alles aufeinander drauf zu bekommen, vielleicht so. Ja. Schön. Es hört gar nicht mehr auf. Jetzt fangen wir mal an. Und ich habe ehrlich gesagt gar keine Ahnung, mit was ich anfange. Ich denke, das mache ich jetzt relativ intuitiv. Nebenher höre ich noch ein Hörbuch und zwar Hazelwood. Ihr seht es wahrscheinlich gar nicht richtig. Von Melissa Albert. Finde ich richtig gut bisher. Sehr spannend, kann ich nur empfehlen. Vor allem, wenn ihr sowas vorhaben solltet, wie ich auch, sowas Verrücktes. Oh Gott. Ich brauche Hilfe. Naja, nicht viel drüber nachdenken. Einfach machen, oder? Let's go. Die Thriller sind jetzt zumindest, was die Softcover angeht, mal eingeräumt hinter mir. Und ich mag es schon sehr, wie es jetzt aussieht. Ihr habt es jetzt im Schnelldurchlauf gesehen. Ich zeige es euch jetzt gleich auch nochmal genauer. Aber eine Sache, die ich vergessen habe. Ich wollte ja eigentlich meinen Sub dokumentieren und alle Bücher dann auch auf Goodreads hochladen. Und das muss ich dann natürlich jetzt auch noch machen. Ich muss jetzt alle nochmal in die Hand nehmen. Yippie-yay. Aber es sollte ja relativ schnell gehen. Hier nochmal ein wenig genauer für euch. Also ganz oben werden die dann halt hingelegt, anstatt so aufgestellt. Und hier. Ich habe es dann jetzt doch auch ein bisschen nach Farbe sortiert. Und wenn ich nach Autor sortieren meine, das hätte ich vielleicht auch noch dazu sagen müssen, dann meine ich natürlich nicht, dass ich das jetzt hier alle aus dem Heine Verlag dann irgendwie alphabetisch ordne, sondern einfach, dass die halt natürlich dann per Autor zusammenstehen müssen, wie jetzt hier zum Beispiel Stephen King. Ja, ich habe es probiert, aber nein, das dauert mir zu lange, das dann auch noch alphabetisch zu machen. Deswegen jetzt so, aber ich finde es schon ziemlich schön jetzt. Ich hoffe, dass alle Regale so schön bleiben werden dann auch. Mal gucken. So, ich habe eine schnelle Änderung gemacht, weil als ich meine Bücher jetzt, die hier drin stehen, kategorisiert hatte oder beziehungsweise katalogisiert hatte bei Goodreads, damit ich jetzt auch endlich mal meinen Sub und meine ganzen Bücher auch tatsächlich irgendwo aufgelistet habe, da habe ich jetzt dann doch die obere Reihe hier
Die war ja zuerst auch Softcover, also Taschenbücher. Die habe ich jetzt aber nach unten und dafür dann auch meine Hardcover hier oben dann auch noch so hingestellt, weil ich die Stephen King Bücher hier schön hinstellen wollte. Jetzt habe ich halt ganz oben nur 3 Bücher stehen. Da weiß ich jetzt noch nicht, wie ich das machen soll. Und ansonsten geht es jetzt halt bis hier ganz runter. Und da sind dann Taschenbücher auch noch. Bin bisher sehr zufrieden. Ich habe jetzt ja noch Kinderbücher, die auch so ein bisschen in die Gruselrichtung tatsächlich gehen. Vielleicht mache ich die da jetzt einfach auch noch dazu. Aber jetzt mache ich erstmal mit den restlichen Regalen weiter. Yippie-yay. Ich werde jetzt, glaube ich, weitermachen mit diesem kleinen Regal, also mit meinen englischen Büchern, weil die jetzt hier am besten zur Verfügung stehen. Da bin ich mir allerdings noch nicht ganz sicher, wie ich das tatsächlich machen soll. Mit vor allem auch dem Verlag. Das ist für mich halt dann doch immer noch ein bisschen anders im Englischen. Vielleicht schaue ich da, dass ich irgendwie ein anderes System reinmache. Ich weiß es nicht, das gucke ich mir jetzt einfach mal an. Das Wichtigste zuallererst, meine englischen Harry Potter Bücher. Die möchte ich jetzt wirklich hier schön hinplatzieren. So, vielleicht, so sind sie nämlich, finde ich, ganz gut sichtbar. Ich habe jetzt ja auch aber noch diese 2. Und die passen natürlich hier nicht rein. Wie mache ich das jetzt? Ich muss jetzt erstmal gucken, ob überhaupt die großen Bücher hier so gut reinpassen. Weil dann muss ich sie ja doch alle irgendwie hinlegen. Oder halt die Regalbretter ein bisschen umbauen. Aber gefühlt muss ich das ja total. Was habe ich denn da gemacht? Wieso passt denn das bei dem anderen so viel besser? Ich bin verwirrt. Also ich glaube, ich gehe hier jetzt einfach mehr oder weniger nach Größe vor. Ja, meine ganzen Erklärungen, wie ich meine Bücher sortiere, sind im Prinzip jetzt wieder komplett anders. Aber ich gehe da einfach immer tatsächlich so mit dem Flow und mache das so ein bisschen gefühlsmäßig. Weiß auch nicht. So wie ich mich dann hoffentlich ganz wohl mit allem fühle. Ich bin nicht so happy mit all dem. Mal gucken, wie das Endergebnis wirkt. Wie soll denn da bitte noch irgendwie... da kann ich gar nichts hinmachen. Oh, das ist doch blöd. Unmöglich zu lösen, dieses ganze Problem gerade. Nicht mal das passt da rein. Oh. Das ist zu groß, ja. Okay. Du passt. Du passt da rein. Du auch. Ich glaube, ich muss die echt hinlegen ganz oben. Weil sonst kriege ich ja die ganzen Bücher nicht unter. Story of my life. So. Erfasst habe ich die Bücher jetzt noch nicht, aber ich glaube, das lasse ich jetzt auch erstmal, bis ich da ein bisschen vorankomme, weil das ist noch so viel. Aber ich muss mir jetzt mal das von weiter weg angucken. Aber ich denke, so für den Anfang ist das doch ganz gut, was ich da oben mache. Und ganz da unten weiß ich noch nicht, aber besser ein bisschen Platz als, ne, dass alles so press an press extrem steht. Ich glaube, ich setze da noch eine Funko Pop hin. Und zwar meinen zweiten Harry, den ich ja noch habe. So, ich hatte zuerst den Phönix daneben, aber dann habe ich es ein bisschen runter gemacht. Und jetzt ist es, glaube ich, ein bisschen cooler, wenn da noch ein Harry steht. Ja. So, ich komme tatsächlich ein bisschen voran. Aber sehr, sehr langsam. Wie ihr sehen könnt, habe ich jetzt hier meine Romane, beziehungsweise ich habe mich dann dazu entschlossen, hier unten dann noch Ratgeber, Erfahrungsberichte und solche Dinge und dann da unten meine Graphic Novels illustrierten Ausgaben, genauso wie dann halt auch hier die Harry Potter Ausgaben hinzumachen.
Einfach weil ich es irgendwie dann doch so ein bisschen besser platziert fand, als dann jetzt die ganzen Romane, die eh nicht alle da hätten, reingepasst hätten, da rein zu quetschen. Und ich denke dann, dass ich Romane und sowas hierhin mache und da dann probiere meine Jugendbücher und Fantasy vielleicht noch zusätzlich unterzubringen, weil ich das irgendwie als Übergang zum Thriller doch ein bisschen besser fand oder finde. Ja. Ich bin bisher sehr zufrieden, aber ich habe jetzt ein bisschen Schiss, dass es nicht alles passt. Ich habe zu wenig Bücherregal. Aber mehr geht halt nicht. Deswegen, ich muss gucken, mit was ich auskomme. Ich habe ja noch ein bisschen Möglichkeiten, ne? Ja, vor allem weiß ich auch nicht so ganz, wo ich jetzt meine Manga hinmachen soll. Die werden jetzt natürlich sehr cool darüber irgendwie gepasst. Aber wo mache ich dann die Sachen hin? Das überlege ich mir mal noch. Jetzt machen wir auf jeden Fall mal weiter. Ich bin gespannt, wie jetzt der Schluss aussehen wird. Und ihr wahrscheinlich auch, oder? Bin jetzt fertig, es ist tatsächlich der nächste Tag. Ich habe gestern noch bis 1:30, 1:15, 1, sowas um den Dreh, habe ich gestern noch alles tatsächlich hier eingeräumt, katalogisiert, sag ich jedes Mal, katalogisiert habe ich es jetzt soweit noch nicht weiter. Müsste ich dann tatsächlich noch machen, damit ich euch auch sagen kann, wie viele Bücher tatsächlich auf meinem Sub sind und hier im Bücherregal. Ja, ich zeige euch jetzt gleich das Endergebnis. Warum habe ich nicht weitergefilmt gestern? Das lag leider daran, dass mein Akku dann leer war und den habe ich dann jetzt natürlich wieder aufgeladen. Aber ich wollte es dann tatsächlich fertig machen, weil sonst wären hier auf dem Boden noch weiter die Bücher rumgelegen und das wäre einfach ein bisschen blöd gewesen. Deswegen hoffe ich, dass ihr mir das verzeiht. Ich zeige euch jetzt das alles. Ein Problem habe ich jedoch, und zwar, ja, es haben tatsächlich nicht alle meine Bücher in die Regale gepasst. Upsi. Jetzt habe ich hier welche auf diesen Tisch noch gestellt und ich habe halt noch ganz viele New Adult, Young Adult, New Adult, wie auch immer, hier auf dem Boden liegen. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Vielleicht kann ich noch ein bisschen was umbauen, aber ich zeige es euch jetzt einfach mal. Und das war's damit. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, mir bei diesem Projekt zuzuschauen. Und ich hoffe auch, dass es vielleicht den einen oder anderen von euch da draußen auch dazu animiert hat, die Bücherregale mal wieder zu sortieren und aufzuräumen, vielleicht auch mal auszumisten, weil ich hasse es. Vielleicht hasst es jemand von euch da draußen auch und hat jetzt irgendwie vielleicht
ein wenig Motivation bekommen. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und ich hoffe, dass wir uns im nächsten Video dann auch wiedersehen. Macht's gut bis dahin. Tschüss.